Hier zeige ich euch einen glamourösen Look, der für viele Gelegenheiten passt. Ich verwende dafür als allererstes ein bisschen Foundation auf meinem Augenlid oder Concealer und pudere das Ganze ganz leicht ab. Und dann kommt die Natasha Denona Glam Palette, aber ihr könnt jede Palette dafür verwenden, die einen schönen Ausblendton in hellbraun enthält, einen dunkelbraunen Ton und ein Gold- oder Champagnerton für die Mitte. Ihr seht, ich gehe meiner Crease ganz natürlich nach, also in halbrunder Form, blende das alles gut aus und setze dann einen etwas dunkler braunen Ton in den Innenwinkel, also auf das innere Drittel meines Auges quasi und außen. Da nehme ich mir gerne ein Tüchlein zur Hand, um das so ein bisschen zu begrenzen, damit die Kante nicht ganz so weit nach unten sackt oder nicht so doll ausgeblendet ist, sondern das eine schöne Form ergibt. Und für die Mitte nehme ich dann den Schimmerton mit dem Finger auf und tupfe ihn auf die Mitte meines Augenlids. Aber nicht nur auf die Mitte, sondern ich gehe auch so leicht nach innen und nach außen, tupfe es mit dem Finger fest und nehme dann nochmal einen kleineren Pinsel, um die Übergänge nochmal so ein bisschen auszublenden. Einen weiteren Ton setze ich mir an den unteren Wimpernkranz und tusche dann meine Wimpern ganz kräftig. Hier mit der Roller Lash Mascara von Benefit. Und ich finde diesen Look, ihr seht ihn jetzt hier nochmal von nahem und auch im Ganzen, wie mein ganzes Make-up aussieht. Probiert es doch mal aus. Vielleicht findet ihr das genauso einfach wie ich und verratet mir in den Kommentaren, ob euch dieses Tutorial gefallen hat.